Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Mass Effect 2. Tja, wir haben das letzte Mal ja hier auf Ilium aufgehört. Als wir uns jetzt ja mal nach den anderen beiden Companions umsehen wollten. Und wir sollen für... Wie heißt sie wieder? Nicht Tali, Tali ist die hier, Liara, sollen wir was hacken. Und das hackbare Terminal befindet sich halt da hinten. Nos Astra hat kürzlich unerwarteten Besuch erhalten. Eine der wenigen Justikarinnen ist zu Gast. Sie nennt sich Samara. Samara hat uns... Vertrauen mir. Die Waren aus dem Terminus-System sind sehr gut fürs Geschäft. Und hier ist der Hack. Einige davon kommen mir ziemlich gefährlich vor. Genau darum geht's doch. Oh, ich sehe gerade, der eine war genau drüber und ich habe ihn übersehen. Das ist ungeil. Bist du mir jetzt gerade ernsthaft? Komm, ist gut. Wir fangen von vorne an. Das Gute ist, dass hier kein Geld gibt, deswegen ist ein bisschen egal, wenn wir verlieren. Aber ja, man muss es ja nicht erzwingen. So. Und jetzt haben wir eine Minute Zeit und wir sehen, unten rechts ist jetzt halt diese Zahl. Und wir müssen einfach dahin laufen, wo halt der Null steht. So, hier. Jetzt habe ich gerade schon gedacht, wir haben ein Problem. Ah, sichere Station ist hier noch eine, weil es sind ja, glaube ich, drei, die wir hacken sollen. Dann machen wir das noch schnell. Das ist halt so gut zum Kommentieren, wenn du da eigentlich ein bisschen aufpassen musst. Hier das. Und jetzt haben wir ein weiteres freigeschaltet. Das wird da hinten das sein, ja. Lass deine Wurzeln tief hineinwachsen in die heiße Erde von T'Chanka. So. Hier das noch. So. Und der allerletzte. Wurde aber verdammt nochmal Zeit, weil das hier ist irgendwie ein bisschen scheiße. Dann können wir zumindest gleich mal wieder zu Liara gehen und uns ein bisschen Geld besorgen. Nein, ich habe noch kein Glück gehabt. Sie besteht darauf, dass es legal war. Ich weiß es nicht. Ich werde einen Gefallen einfordern und einen Freund hier das. Durchsehen lassen. Shepard, hier ist Liara. Ich habe die Daten. Kommen Sie vorbei, wenn Sie mal kurz Zeit... Etwas so gefährliches... Ich komme. ...verkaufen und braucht dafür nur einen... Klar, ja, dafür haben wir jetzt ein bisschen abtrünnigen Punkte bekommen, aber das ist ja nicht unbedingt was Schlechtes. Wir sind jetzt ja nicht so der komplette Gutmensch und wenn Freunden gefallen will, dann sehen wir ein bisschen über die Regeln hinweg. So, dann stellt sich halt gleich die Frage, was machen wir zuerst, Fang Cryos oder Samara? Ich denke, ich werde zuerst Samaras Quest machen, weil die ist ein bisschen entspannter. Unfassbar, wie wunderbar ihr Kopf aussieht. Meiner ist so langgezogen und unsymmetrisch. Soll ich Ihnen ein Geheimnis verraten? Shepard, schön, Sie wiederzusehen. Danke, dass Sie mir diese Systemdaten verschafft haben. Hier. Viel ist es nicht, aber ich hoffe, es hilft Ihnen bei Ihrer Mission. Erinnern Sie sich an den Shadow Broker? Mit den von mir besorgten Daten gelingt es mir vielleicht, den Informationsspeicher seiner Agenten zu finden. Wer genau ist denn das? Ich habe viel um die Ohren. Wer ist der Shadow Broker gleich nochmal? Er ist der mächtigste und gefährlichste Informationsmakler der Galaxie. Niemand weiß, wer er ist. Angesichts seiner Ressourcen gibt es Spekulationen, dass es sich in Wahrheit um eine Gruppe handelt, die unter einem gemeinsamen Namen operiert. Und was willst du mit so Daten? Warum interessieren Sie sich so sehr für den Shadow Broker? Der Shadow Broker hat jemandem etwas angetan, der mir etwas bedeutet. Unsere Wege haben sich kurz nach Ihrem Tod gekreuzt. Seitdem arbeite ich daran, ihn auszuschalten.
Mit diesen Daten bin ich dem Ziel einen Schritt näher gekommen. Was ist denn passiert? Ich habe noch nie erlebt, dass Sie kaltblütig jemanden hinrichten wollen. Was hat der Shadow Broker Ihnen angetan? Ich habe mit einem Freund einen Job durchgezogen. Die Leute des Shadow Broker haben uns erwischt. Mein Freund konnte nicht entkommen. Ich weiß nicht, ob er tot ist oder noch verhört wird, aber ich muss ihn finden. Ich schulde ihm mein Leben. Ich will, dass der Shadow Broker für das bezahlt, was er getan hat. Ich könnte helfen. Sie können nicht mit mir kommen, weil Sie hinter dem Shadow Broker her sind? Was wäre, wenn ich Ihnen helfe, ihn zu finden? Tut mir leid, Shepard. So funktioniert die Galaxie nicht. Ich muss Spuren finden, Informationen nachgehen. Ich muss arbeiten. Auf der Normandy kann ich das nicht. Ich wünschte, es wäre anders. Tja, dann wünsche ich viel Glück. Sagen Sie mir, wenn ich sonst noch etwas für Sie tun kann. Danke, Shepard. Das werde ich. Nun, kann ich Ihnen sonst noch irgendwie helfen? Wie geht's Ihnen? Wie läuft's bei Ihnen so? Die Daten, die Sie mir gegeben haben, waren sehr hilfreich. Jetzt habe ich ein Ziel. Der Shadow Broker hat mehrere Kontakte hier auf Ilium. Der mächtigste von ihnen trägt den Namen Beobachter. Wenn ich den Beobachter aus dem Spiel nehme, bringt mich das dem Shadow Broker näher. Ich könnte Ihre Hilfe brauchen. Was genau soll ich tun? Sagen Sie mir, was ich tun soll. Ihre Daten haben mich zu Logs von Agenten des Shadow Brokers geführt. Sie wurden zwar gelöscht, aber vielleicht kann man Teile davon rekonstruieren. Der Shadow Broker ist vorsichtig. Seine Agenten sind nur unter Funktion und Spezies bekannt. Meine Ermittlungen haben ergeben, dass der Beobachter nur einer von 5 Agenten sein kann. Ein Turianer, ein Salarianer, ein Kroganer, ein Batarianer und ein Watcher. Wenn Sie die Liste noch einengen könnten, wüsste ich, wo ich zuschlagen muss. Tja, dann bin ich mal dabei. Ich rekonstruiere die Daten und teile Ihnen die Ergebnisse mit. Danke, Shepard. Wenn Sie was finden, funken Sie mich auf unserer alten Frequenz an. Ich kann nicht riskieren, dabei persönlich in Erscheinung zu treten. Wir reden später, Liara. Tja, da wollen wir die Datenfragmente noch finden, weil das ist jetzt halt die zweite Quest, die wir für Liara machen können. Immer so viel hacken. Hier das. Datenpunkt 5. Watcher-Händler will keinen weiteren Kontakt mit dem Salarianer. Der Salarianer machte mehr Ärger, als er wert ist. Der Beobachter empfiehlt, ihn zu eliminieren, aber sie hat vielleicht nur eine persönliche Abneigung. Kay. Der Beobachter und sie hat. Das impliziert schon mal, dass der Beobachter eine sie ist. Das dürfte den Kreis, denke ich, ja schon mal einengen. Kommt da noch so ein... Ich will mich gerade verarschen, wollte gerade sagen. Da hinten nämlich, wo ich nicht rankomme. Das ist gut. Es ist einfach daneben. Alter, scheiße. Das ist dann echt so... Ah nee, das muss grün sein. Der hier. Und der hier gut. Diesmal aber. Der Turianer arbeitet gut mit dem Händler zusammen. Der Beobachter hat den Mordauftrag an ihm zurückgezogen, weil es so schwierig ist, auf anderem Weg Kontakt mit dem Händler aufzunehmen. So. Hier haben wir noch einen Datenpunkt. Sie sollten es mit meiner Methode versuchen, um mal zu sehen, woher der Wind weht. Ich habe diese Kolonien ja nicht selbst angegriffen. Ich beobachte lediglich Trends. So, wo ist denn der letzte jetzt? Verkaufen! Bei 40 verkaufen! Und Datenpunkt 1. Händler versuchte, den Batarianer zu töten. Aus Hass auf Sklavenhändler behauptet er, wahrscheinlich war es ein Streit um Geld. Weiter beobachten. Okay. Ah, das war der Datenpunkt, den können wir dann ja nicht hacken, weil hier ist nichts zum Hacken. 25! Bei 25! Das heißt, Datenpunkte sind hier in den Handels-Irgendwassen. Haben Sie nichts Schickeres? Ich will etwas, das sagt, der Raum gehört mir. Du,
Wo ist es? Ah, hier. Was ist so, wenn du blind bist? Die Folge hier muss ja mega spannend zum Zusehen sein. Aber sowas gehört halt auch dazu. Leider. Nee, das war's nicht. Das war's. Der Turianer stellt zu viele Fragen. Der Beobachter empfiehlt, ihn auszulöschen und dem Attentäter oder dem Salarianer die Schuld zuzuschieben. Okay. Und jetzt haben wir noch einen letzten. Vielleicht ist da oben was drin. Ich hoffe zumindest, dass da was drin ist. Nur galaktische Nachrichten. Ja, hier ist noch eins. Das hier. Das nicht. Ich hatte gedacht, weil es schon so anfängt. Das hier. Ah, hier das. Gut. Und da haben wir noch den zweiten. Schmuggler und Attentäter verweigern Zusammenarbeit mit Watcher aus Mangel an Vertrauen. Schon seltsam, dass die Männer gerade dabei Skrupel entwickeln. Das lässt nochmal drauf schließen, dass es eine Frau ist. Also rufen wir mal Liara an. Haben Sie Informationen über die Beobachter herausgefunden? Kein Verdächtiger passt. Alle fünf Verdächtigen sind männlich. Der Beobachter ist aber weiblich. Irgendwas stimmt da nicht. Von wem haben Sie diese Spur? Von meiner Assistentin Nyxeris. Sie hat die Information. Nyxeris hat mir die Information gegeben. Nyxeris, würden Sie bitte mal kurz reinkommen? Shepard, wir reden später weiter. Tja, ich würde meinen, irgendwas ist mit ihrer Vorzimmerdame. Aber zumindest haben wir dafür nur vorbildliche Handlung bekommen. Also das Abtrünnige von eben so ein bisschen rausgerissen wieder. Und dann wollen wir mal zu Liara gehen. Wenn Sie nichts Besseres haben, muss das wohl reichen. So, ist ja direkt da oben. Oh, sie sitzt schon nicht mehr hier. Shepard, schön, Sie wiederzusehen. Nyxeris hatte einige interessante Daten versteckt. Danke, Shepard. Ohne Sie hätte ich sie niemals durchschaut. Dank Ihnen bin ich dem Shadow Broker einen Schritt näher gekommen. Nyxeris wurde gut bezahlt. Sie brauchen es dringender als ich. Oh, und wie bist du sie losgeworden? Hatten Sie Ärger mit Nyxeris? Sie war sehr talentiert. Wenn sie den Auftrag gehabt hätte, mich zu ermorden, hätte ich das niemals vorhergesehen. Aber ihre Barrieren waren verbesserungswürdig. Zu schade, dass sie jetzt nicht mehr üben kann. Und was passiert jetzt? Wie geht ihre Jagd jetzt weiter? Jetzt sammle ich wieder Informationen, decke Schicht für Schicht Lügen auf und bringe Licht in die Schatten. Und wenn ich den Shadow Broker finde, donnere ich ihm ein biotisches Feld um die Ohren, das so stark ist, dass seine Überreste in eine Kaffeetasse passen. Halt dich zurück, ist besser. Seien Sie vorsichtig, Liara. Sie sollten nicht so werden wie das Monster, das Sie jagen. Sagt der tote Spectre, der für Cerberus arbeitet. Keine Sorge, Shepard. Ich bin nicht wie meine Mutter. Ich handle ausschließlich aus eigenem Antrieb. Was auch immer geschieht. Nun, kann ich Ihnen sonst noch irgendwie helfen? Tja, ich würde meinen, auf Wiedersehen. Und das Auf Wiedersehen gilt auch für euch, weil... Dann sehen wir uns wieder, heißt Let's Play Mass Effect 2.